Sohn, geh dann auf Plätze Bruder, mit dem Segen der Sorge. Seit Alters her wächst der Zorn im Herzen Gottes. Die Feigheit der Schwachen, die Überheblichkeit der Starken, die Gier fetten Wohlstands, der Groll üblen Rassenglückels und die Beleidigung der Menschen. Sie haben Gottes Frieden gebrochen, wüten Sturmgleis. Yeah.
Wohin ist Gott? Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Wohin bewegen wir uns nun? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend, rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und Mehrnacht? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grabmäler Gottes sind? Dann sah ich den Himmel offen. Da war ein weißes Pferd, der auf ihm saß. Heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt der Krieg. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Das Wort Gottes. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Das Wort Gottes. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Das Wort Gottes. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Das Wort Gottes. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er ist im Krieg gefallen. Er ist nicht gefallen, er ist krepiert, er wurde abgeschlachtet. Eine Gewehrkugel ist in seinen Hals eingedrungen und hat ihm den halben Hinterkiefer weggerissen. 37 fingernagelgroße Granatsplitter haben seinen Brustkorb durchbohrt, ihn zwei Rippen zerfetzt und haben sich in einem Lungenflügel, im Herzen, im Zwerchfell und im Magen festgekrallt. Es ist Blut in seine Lunge gelaufen. Er hat Blut gehustet. Er hat zu lange und zu laut gehustet. Es kamen die Aufräumer, feindliche Infanteristen, die den Schwerverletzten, den auf dem Schlachtfeld liegen gebliebenen, mit aufgepflanztem Bajonett, den sogenannten Gnadenstoß versetzten. Das Bajonett drang kurz unterhalb des Nabels in die Bauchhöhle, wurde mit einem Schwung nach oben gerissen, sodass durch einen ellenlangen Schnitt die Eingeweide aus ihm hervorquollen. Er ist gefallen. Nein. Er ist nicht gefallen. Er ist nicht gefallen.
Es ist der Krieg, der die Erde läutert. Der Lohn derer, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen und Verderben im Lande zu erregen trachten, soll sein, dass sie getötet oder gekreuzigt werden. Oder... dass ihnen Hände und Füße wechselweise abgeschlagen werden oder dass sie aus dem Lande vertrieben werden. Das wird für sie eine Schmach in dieser Welt sein. Und im Jenseits wird ihnen eine schwere Strafe zuteil. Geschichte haben knapp 14.400 Kriege stattgefunden, denen ungefähr 3,5 Milliarden Menschen zum Opfer gefallen sind. 3,5 Milliarden. 3,5 Milliarden. Zu verwirklichen, der sie sein sollen oder sein wollen oder sein sollen wollen oder sein wollen sollen. Und also opfern die Menschen ihr eigenes Leben für ein Bild, anstatt sich selbst zu verwirklichen. Opfern sie dieses einzige Leben für nichts als ein Bild. Thank you.
verstehe ich mein Leben besser und die Wirklichkeit tiefer. Und es gefällt mir, wie meine Träume mir das Leben beibringen, indem sie mich befreien von Wünschen, indem sie mir Wünsche erfüllen, dass ich mein Leben lebe, ohne es an Wunschträume zu verraten. Und auch, wie sie mich von meinen Ängsten befreien, indem sie mir Katastrophen zu überleben geben. Einmal sollte ich erschossen werden. Und der mich erschießen sollte, vertraute meiner Ohnmacht zu sorglos und ich entriss ihm das Gewehr und erschoss ihn. Und als ich aufwachte, übernahm ich die Verantwortung für meine Tat. Diese Art, Leben zu lernen, von meinen Träumen liebe ich. Nach jedem Traum weiß ich mich sicherer, fühle ich mich sicherer. Ein Mensch schreit: Warum bist du nicht gekommen? Gott lacht: Was soll ich wieder Mensch werden? Ein Mensch stöhnt: Was quälst du mich? Gott lacht: Ich brauche keinen Schatten. Ein Mensch stirbt. Justine hatte den großen, glatzköpfigen Pater im After. Er bereitete ihr ungeheure Schmerzen, aber zu schreien hätte die Todesstrafe nach sich gezogen. Der Pater stieß zu, mit ungewöhnlicher Kraft, sodass sich Justine ungewollt einen Wimmern entrang. Pater Jacques rief: Kommt, meine Brüder, züchtigt das ungebärdige Ding, bringt die neunschwänzige Katze! Die anderen Paters kamen und brachten allerlei Folterwerkzeuge mit sich. Justine konnte sich nur mit allerletzter Kraft bei Bewusstsein halten. Pater Jacques zog sein Riesending aus ihrem After. Ihr Körper begann sich zu beruhigen, als der erste Schlag sie traf, und zwar genau zwischen die Beine. Pater Jacques sagte: Was ich brauche, ist eine Frau, kalt und grausam wie ich, die ausführt, ohne zu fragen, was ich befehle. Sie werden die Knochen in einen ausgehöhlten Baumstamm legen, wie Sie es immer mit den Toten gemacht haben. Gibt es in der Umgebung überhaupt noch Bäume? Haben die Bergleute nicht alle abgeschlagen? Sie werden mich in ein Abflussrohr stecken. Mein Gott, was für eine Unmenschlichkeit! Was ist mit der Kirche? Auf dem Kirchhof ist viel Platz. Sie sagen, nur Heilige werden dort begraben. Sie sagen, es tut uns leid. Wir können die Regeln nicht brechen.
Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft. Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuh die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, acht aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich. Lasst sie ziehen.
Welt wird von Leuten meines Alters regiert. Männern meines Alters, mit sich lichtendem Haar und anfälliger Gesundheit. Und das macht mir Angst. Wenn die Politiker älter wären als ich, könnte ich an ihre Weisheit glauben. Ich könnte glauben, dass sie über Hass, Wut und den Wunsch nach Liebe hinaus sind. Aber ich weiß es jetzt besser. Ich sehe mir die Gesichter an, in den Zeitungen, Magazinen, im Fernsehen und frage mich, welche Begierden, welche Furien treiben sie? Noch ist sein Boden dazu reich genug. Aber dieser Boden wird einst arm und zahm sein und kein hoher Baum wird mehr aus ihm wachsen können. Wer? Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch. Wer? Es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Wer? Es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann. Seht, ich sage euch den letzten Menschen. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Dezember 1940. Es klingt kaum glaubhaft, ist aber pure Wahrheit. Kaum fing es an Tag zu werden, erschienen schon die ersten Engländer und winkten uns zu, was unsere Leute erwiderten. Allmählich kamen sie ganz heraus aus ihren Schützengräben. Wir zündeten einen Christbaum an, stellten ihn auf den Wall und läuteten die Glocken. Zwischen den Gräben standen die verhassten und erbitterten Gegner um den Christbaum und sangen Weihnachtslieder. Diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Wenn die Menschen es wollen, hört der Krieg auf. Sofort.
Etwas bleibt offen, denkt man, bleibt offen, denkt man. Im Dunkel endloser Straßen, endloser Straßen. Weiter geschoben im Gedränge, geschoben im Gedränge. Müde, verdrossen und rastlos, verdrossen und rastlos. Etwas bleibt offen. Ein Spalt, durch den kann man versuchen, Kontakt aufzunehmen. Von Zelle zu Zelle zu Zelle, von Zelle zu Zelle zu Zelle. Heute wird gestern sein. Und morgen wird heute sein. Und in einer Stunde schon wird heute morgen sein und gestern heißen und deine Vergangenheit sein. Eine, die du vielleicht gar nicht gemeint hast. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Gern möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hat uns in der Hand? Oh, süßes Lied.
werde die Wege der Zärtlichkeit verlängern mit ein wenig Süße zwischen zwei Zähnen und einem sanften Haarmuster, damit der wenige Schlaf, der uns bleibt, nicht von uns herabfällt. Ich werde dein Gesicht beleuchten, während es schläft, und es umgekehrt anschauen, wo es nicht schläft. Ich werde Wurzeln in der Luft sammeln, Verzeichnisse von Schneemassen, die nicht fallen, und Plätze für Augenlider. Ich werde die Spitzen des Lebens kürzen, wie zu lange Fingernägel. We'll be right back.
bitten um Auflösung, um Erlösung. Warum hält Gott, so es ihn gibt, sich heraus aus all diesem Elend? Der Tag müsse verloren sein, darin ich geboren bin. Und die Nacht, welche sprach, es ist ein Menschlein empfangen. Verflucht sei der Tag, darin ich geboren bin. Darin mich meine Mutter geboren hat. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Zeit. 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 Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Zeit, Mensch, zieh. Zeit. Mensch. Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, es ist an der Zeit. 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 Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit.